ist uns eine große Freude, dass wir mit Guy Markovic, ein guter Kenner der Materie, gewinnen konnten für eine Ansprache. Er befasst sich schon sehr lange mit ihm, er ist sogar mit Christian Hertha zusammengezogen in der WG, um sich vorzubereiten, zu Studienzeiten. Und seit daher kennen sie sich auch, also glaube ich, vorhin war Christian Hertha und Guy, also Studienzeiten hier in der Kunstschule in Luzern. So gebe ich dir gerne das Wort. Danke. Begrüßen Sie, herzliche Anwesende, zu dieser Ausstellung, der Ex-Guy. Stellen Sie sich kurz vor. Wilde Pferde galoppieren durch die Prärie. Weit entfernt ruft ein kleiner Junge laut einen Namen. Fury. Der genannte Rattenhengst vernimmt den Ruf und springt aus der Herde zu seinem männlichen Freund. Der Junge tätschelt den Hals des Hengstes und fragt: Na Fury, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt? Hast du Lust? Der Junge steigt auf, Fury wiehert freudig und beide reiten davon. Dies der Vorspann der Fernsehserie Fury, die in den 60er Jahren wöchentlich viele Kinderherzen erfreute. Darunter auch diejenigen von Gabi Hurimann und Christian Hertel. Seit der gemeinsamen Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Luzern verbindet diese beiden Kunstschaffenden eine lange Freundschaft. 1988 besuchte Gabi Hurimann Christian Hertel ins Quo-Nairs, wo er ein Atelierstipendium der Stiftung Linz 39 verbrachte. Hier begann unter dem Namen Fury-Herz eine unprätentiöse künstlerische Zusammenarbeit, die bis heute gepflegt wird und das eigene Schaffen im Atelier fruchtbar ergänzt. Das Akronym Fury-Herz, gebildet aus den Nachnamen Fury-Mann Hertel, erinnert mit augenzwinkender Sentimentalität an die damalige Jugendserie. Nun, Fury Herz hat verschiedene Formen der Zusammenarbeit erprobt. In den Gemeinschaftsbildern, eine erste Gruppe, reagierten die beiden Künstlerfreunde gegenseitig auf ihre gemalten Bilder, indem sie ergänzend in sie eingriffen. Die Klappbilder entstanden für die erste gemeinsame Ausstellung in der Kulti Vetsicum, das war 1989. Als Ausgang dienten zwei Paratextplatten, die mit einem Scharnier verbunden waren. Gabi Hurimann und Christian Hertel bearbeiteten vor Ort diese beiden Platten, jedoch ohne Kenntnis der jeweils anderen Platte. Das überraschende Endprodukt ergab sich erst durch Aufklappung. Diese Methode nahm das Prinzip der späteren Faltzeichnung vorweg. Es handelt sich dabei um A4 große Blätter, wie dieses hier, die in der Mitte gefaltet werden und auf einer Seite mit einer Zeichnung versehen werden. Gabi Hurimann und Christian Hertel schicken sich ein Bündel solcher Art vorbereiteter Blätter in einem Kuvert zu und bearbeiten, ohne die bereits bestehende Zeichnung zur Kenntnis zu nehmen, noch die hintere, also die leere Hälfte des Blattes. Die meist sichtbaren Ansätze an den Faltstellen, also hier, dienen dabei als Orientierung. Manchmal ist auch die nasse Farbe der Erstbearbeitung hindurchgedrückt und hat willkommene Spuren hinterlassen. Eine kleine Auswahl von Faltzeichnungen wurden anlässlich der zwei Gruppenausstellungen Remake Kunsthaus Oerlikon im Mediacampus Zürich und im Laufe der Zeit in der Kulti Vetsicum gezeigt. Hier in der Alpineum Produzentengalerie präsentiert Fury Herz nun zum ersten Mal 55 ausgewählte Faltzeichnungen in einem größeren Rahmen unter dem Titel Cadavre Exquis. Technisch handelt es sich vorwiegend um schwarz-weiße Tintenzeichnungen, die in Gouache, Aquarell und Tinte ausgeführt sind. Sie sind übrigens chronologisch angeordnet in einer Linie. Ich glaube, dort ist der Beginn und dann im Uhrzeigersinn geht das so in Ruhe. Nun, der Begriff Cadavre Exquis bezeichnet einen von den Surrealisten entwickeltes Gruppenspiel. Die Definition von André Breton im Surrealistischen Lexikon von 1938 lautet folgendermaßen, ich zitiere: Spiel mit gefaltetem Papier, das darin besteht, dass jeder Teilnehmer
eine Zeichnung macht oder einen Satz auf dem gleichen Blatt schreibt, ohne zu wissen, was sein Vorgänger getan hatte, weil dessen Beitrag durch die Faltung verborgen war. Das klassisch gewordene Beispiel, dem das Spiel seinen Namen verdankt, war der erste auf diese Weise gebildete Satz. Le cadavre exquis, voire le vin nouveau. Auf Deutsch, der köstliche Leichnam wird den neuen Wein trinken. Zitat Ende. Das cadavre exquis ist also ein kollektives, spielerisches Verfahren, bei dem heterogene Elemente zu einem widersinnigen Ganzen zusammengefügt werden. Das zugrunde liegende Prinzip des unvorhersehbaren Produkts, bei dem sich eine Form in die nächste wandelt, ist eine durch die Spielanordnung vollzogene Metamorphose. Die Surrealisten glaubten an die Macht der Metamorphose, sie sollte das zweckrationale Denken ausschalten und den Geist von den Fesseln der Logik befreien. Nun, Gabi Fuhrmann und Christian Herter greifen zwar auf das surrealistische Cadavre exquis zurück, das macht sie aber noch zu keinen Neosurrealisten. Vielleicht teilen sie die Freude am unvorhergesehenen und überraschenden Zufall mit dem Surrealismus, aber Breton's ideologischer Ansatz, nämlich Irrationalität als universales Heilmittel zu predigen und Kunstlosigkeit durch kollektive Autorenschaft anzustreben, dies ist Fuyherz fremd. Wenn Sie die Arbeiten anschauen, es fällt in der Regel nicht schwer, die beiden Bildhälften einer Autorenschaft zuzuordnen. Gabi Fuhrmann bespielt die Blätter meist mit figurativen Zeichnungen nach medialen Vorlagen. Christian Herter arbeitet aus dem Moment heraus mit spontanen zeichnerischen Erfindungen. Der fiktionale Reiz der Blätter entsteht durch die stimulierende Metamorphose, die figürliches und formal zeichnerisches, traumwandlerisch verknüpft und irrwitzige Welten hervorbringt. Nun, diese Werkserie, die Cadavre exquis, die wird hier in der Ausstellung ergänzt durch einige Arbeiten von Gabi Fuhrmann und Christian Herter, die außerhalb der Gruppe Fuyherz entstanden sind. Ich sage kurz was dazu. Gabi Fuhrmann zeigt drei ihrer farbigen Ölmalereien auf Holz. Eine ist hier, die andere dort hinten und die dritte ist dort, die sieht man so nicht. Das große Bild Alice, das wäre hier zu sehen, stellt eine Szene aus Lewis Carrolls berühmtem Kinderbuch dar. Die auf Miniaturgröße geschrumpfte Titelheldin begegnet im Wunderland einer Wasserpfeife rauchenden Raupe. Zwischen den beiden entwickelt sich ein ziemlich vertrautes Gespräch über Identität. Alice kann die einfache Frage, wer bist du, nicht beantworten, da sie ihre Körpergröße am selben Tag mehrfach gewechselt habe und nun nicht mehr sie selbst sei, sagt sie. Die Raupe möge sie vielleicht besser verstehen, wenn sie sich vorstelle, sich in eine Puppe und dann in einen Schmetterling zu verwandeln. Ihr, so argumentiert Alice, käme dies nämlich komisch vor. Die Raupe meint darauf bloß verächtlich dir und fragt erneut, wer bist du denn? Das bringt das Gespräch zirkelhaft wieder an den Anfang zurück. Nun, oft malt Gabi Fuhrmann ganz figurige Frauen vor einem formal reduzierten Hintergrund. Die Frauenfiguren, die an die Künstlerin selbst erinnern, tragen Röcke aus einfachen geometrischen Flächen oder Mustern, die sich im Hintergrund wiederfinden. Diese Verdoppelung bringt eine irritierende Metamorphose zwischen Figur und Grund in Gang. Die Figur löst sich auf und verschmilzt mit ihrer Umgebung, zugleich verliert der Hintergrund seine abstrakte Autonomie und schlägt in Figuration um. Das Thema von Alice, deren Identität sich in der Verwandlung verflüssigt, findet sich auch in diesen Bildern von Gabi Fuhrmann. Nun zu Christian Herter. Er zeigt eine unübersehbare, übermannshohe Skulptur,
Der Titel „Das ist keine Wolke“ spielt auf René Magrits berühmtes Pfeifenbild an, das bekanntlich behauptet, dass die gemalte Pfeife eben keine sei. Pilzartige Fragmente kumulieren zu einem pastellfarbenen, wolkenartigen Gebilde, das in Schieflage auf einer leicht geneigten Holzstele liegt und von weit oben herunter zu stürzen droht. Natürlich ist dieses sperrige, undefinierbare Ding keine Wolke. Im Kontrast zu der massiven Stütze erscheint es jedoch beinahe schwerelos. Aber eben, dies ist bloß eine Illusion. Die Wolkenskulptur gehört zu der Serie „Alles will in den Boden“, in der skulpturale Konstellationen auf poetische Weise die Sehnsucht nach Leichtigkeit und das unerbittliche Gesetz der Schwerkraft demonstrieren. Zugleich steht diese Skulpturenserie für ein bildhauerisches Bekenntnis zum Material, das die Höhenflüge des Geistes, egal ob rational oder surreal, auf den Boden zurückbringt. Wie alle Arbeiten von Christian Herter entstand auch seine Wolkenskulptur aus einer momentanen Eingebung heraus, einem plötzlichen, nicht steuerbaren Zeug, wie er sagt, das durch künstlerische Verdichtung ausartikuliert wurde. Die Surrealisten hätten vielleicht von einer Skulptur-Automatik gesprochen, wenn sie dann eine solche gekannt hätten. Nun, ein kurzer Epilog noch, der Rattenhengst Fury. Er starb 1972 im Alter von 29 Jahren, sein Leichnam aber lebt beherzt und köstlich weiter. Danke für die Aufmerksamkeit.